diese Gegneraussucherei, das hat er schon bei mir gemacht. Er wollte ja immer mit dem Gewicht betrügen. Beim letzten Kampf gegen den Brasilianer, was er gekämpft hat, hat er 8 Kilo mehr gehabt. Er betrügt gerne mit seinem Gewicht. Bei mir hat er die guten Leute gekämpft. Ich mag Kerim nicht wegen seinem Charakter, der halt einfach viel lügt und betrügt. Er hat noch keinen guten Sportlercharakter. Der hat bei mir angefangen, hat bei mir alles gelernt. Es ist YouTuber Ramos, das, ja, ne? Er hat keinen Sportlercharakter. Kein, du musst dich gerade machen, Junge. Ja. Hast du Eier oder hast du keine Eier? So, Freunde, heute mal ein anderes Video von mir. Das hat jetzt nichts mit dem Training oder Kampfsport, hat schon was zu tun. Ich muss jetzt eine Sache klarstellen. Ich wollte gar nicht auf dieses Video reagieren. Ich habe mir das auch gestern erst angeguckt und ich musste, ehrlich gesagt, musste ich lachen. Aber ich kann diese ganzen Unterstellungen und diese ganzen Lügen, die über mich oder halb andere Leute verbreitet werden, dastehen lassen. Ich bin das euch schuldig, das jetzt mal offen zu legen. So, fangen wir mal Schritt für Schritt an. Ich habe mir das auch extra schön notiert, ne? So, also es geht um meinen Ex-Trainer. Ihr habt ja gerade die ganzen Anschuldigungen über mich, haben wir extra eingeblendet für euch. Fangen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück an. Aziz behauptet, er hat mich zu dem Mann gemacht, ich habe alles von ihm gelernt. Guck mal, ganz kurz und knappe Geschichte. So, weder habe ich was von dir gelernt, Max Schwind hat mir alles beigebracht. Von dir habe ich vielleicht die Härte, ja, aber mit zweimal die Woche Training hat sich das nicht getan. Wir hatten ein brüderliches Verhältnis und das Ganze jetzt hier auch öffentlich zu machen, ist eigentlich meinerseits lächerlich. Meine ich, du bist fast 50 Jahre alt, wir waren immerhin 10 Jahre zusammen. Ich habe nie ein schlechtes Wort über dich gelassen, egal wo ich rausgegangen bin. Von der Person hast du über mich schlecht hergezogen und das würde ich immer noch nicht machen. Ich habe immer noch trotzdem mit Respekt geredet, meine ich, Aziz, ich bin nicht mehr mit ihm. Er hat viel zu tun, er hat Familie. Ich wollte dich einfach nicht in schlechte Licht rücken. Aber jetzt packe ich mal alles aus. So, fangen wir an. Ein Profi. Ich habe dienstags und donnerstags bei dir Training. Zweimal die Woche. Also welcher Profi trainiert zweimal die Woche? Das ist schon, das gibt es nicht. Wenn du jetzt Cristiano Ronaldo fragst, mit zweimal die Woche, der Junge wird dich auslachen. So, ich bin trotzdem bei dir geblieben. Ich komme in die Halle, ich kämpfe in 3 Wochen, keiner ist da. Ich habe weder gute Trainingspartner, noch habe ich ein professionelles Team um mich herum. Noch kommst du mit zur Waage, machst das Gewicht mit mir. Du sagst, ich betrüge mit Gewicht. Ich habe schon 15 Mal mein Gewicht in der 77-Kilo-Klasse gemacht. Wie oft hast du mich denn begleitet? Das ist mal die Frage. Wie oft hast du mich begleitet? Du hast nicht einmal mit mir Gewicht gemacht. Ich habe das jedes Mal alleine durchgezogen. Welcher Trainer lässt seinen Jungen alleine Gewicht machen, lässt mich alleine auf die Waage gehen, ist kaum für einen da und du sagst dir, ich habe mir meine Gegner ausgesucht. Ich, ja, hat er immer Gegner ausgesucht. So, die Szene haben wir gerade eingeblendet. So war das früher. Kerim, du kämpfst. Gegen wen? Gab es keine Diskussion. Weil mit ihm konntest du nicht diskutieren. Ich habe gekämpft. Also ich muss erstmal ein Lob an Kerim aussprechen, weil ich kritisiere ihn sehr viel. Ich ärgere ihn auch sehr viel. Ich bin der Einzige, der ihn richtig ärgert. Aber er hat wirklich da sehr, sehr gut trainiert. Und ich muss eine Sache sagen. Er hat sich, das muss ich wieder sagen, es gibt sehr viele Kämpfer, die hier gekämpft haben bei GMC, die keine harten Gegner hatten. Er hat nicht einmal gezögert und er hat wirklich einen harten Jungen gehabt, wo viele sozusagen auf Deutschland den Schwanz eingezogen hätten. Und der Kerim hat sich hier gerade gemacht und hatte, wir waren zuversichtlich. Ich habe ihm gesagt, guck nicht auf andere Leute, guck, dass du gegen die harten Jungs kämpfst und zeig, dass du es kannst. Weil andererseits, ihr wisst, wie ich denke, also das musste sein. Dann habe ich auch die ersten Kämpfe verloren. Ich würde niemals damals, ich würde Rafa Levon jetzt deklassieren, aber er war damals schon ein Bundesliga-Ringer, ich war Anfang meiner Karriere. Er sagt, du kämpfst gegen ihn, fertig, aus. Ich habe verloren, ja, er hat mich 3 Runden dominiert mit Takedowns. Ich habe den Kampf verloren. Wo habe ich mir meine Gegner ausgesucht? Andere Sache, du sagst GMC, EMC und Octagon. Also das sind alles Betrüger. Also ist Dennis ein Betrüger, Özan ist ein Betrüger, Ivan ist ein Betrüger, der auch gleichzeitig mein Manager ist, Tommy sein Bruder und Octagon ein Millionenkonzern. Wer bin ich, dass ich mir Gegner da aussuchen kann? Da erstmal regelt das mein Management, weder kriege ich die Gegner zugeschickt. Wo gibt es denn sowas, dass ich sage, Octagon, ich suche mir, das war mein Debüt. 5 Gegner sind abgesprungen, 5 Gegner sind abgesprungen, dass ich endlich mal einen Gegner gefunden habe. Und von diesem Vogel, der da irgendwo im Kinderzimmer in Phuket lebt, habe ich bis letzte Woche noch nie irgendwas gehört. Du kleiner Vogel, ich habe bei Octagon mich erkundigt nach dir, wer du überhaupt bist. Die haben gesagt, der Junge hat weder einen Vertrag bei uns, noch ist er interessant für uns. Dann habe ich mir gedacht, ey, der spielt sich ja so auf in dem Video, muss der schon ein krasser Typ sein.
Ich habe mir dann mal gestern 2 Minuten seinen Kampf reingezogen. Er erzählt, er hat gegen Top-Leute gekämpft. Immer du Pflaume, dich fress ich in einer Runde, nicht mal eine Runde. Du hast nach 2 Minuten geatmet wie ein Marathonläufer, als ob du 50 Kilometer gelaufen bist. Du bist gar nicht in meiner Liga. Du willst dich jetzt nur an meinen Namen hochziehen. Habe ich auch bei dir im Kanal gesehen. Die meisten Klicks, die du erreicht hast, du war mit meinem Namen. Du willst dich an meinen hochziehen wie ein Groupie. Aber diese Möglichkeit gebe ich dir nicht, mein Freund. Du kannst noch so viele Videos machen. Wir beide sehen uns persönlich und dann werden wir nochmal sehr, sehr intensiv miteinander reden, mein Freund. So, weiter geht's, Freunde. Genau, mit Abu Azaita zum Beispiel. Ich war mit Abu sehr gut befreundet. Wir hatten ein Trainingslager, sind zusammen im Urlaub. Ich habe bei ihm teilweise 2 Wochen gewohnt, haben jeden Tag trainiert, haben uns gut verstanden. Und von jetzt auf gleich, Kick auf Abu Azaita. Die Jungs kommen langsam voran, der und seine Brüder. Du forderst den jetzt heraus. Meine ich, ey, Aziz, ich bin mit dem befreundet. Nein, Kamerateam kommt, du forderst den heraus. Ich kann dich nicht machen. Und danach, ihr kennt ihn nicht, du forderst Papa, gab es auch nichts zu diskutieren. Damals war das leider so, ich war sehr jung, unerfahren, habe mich von ihm blenden lassen. Dann kam das Kamerateam, ich habe mich einfach, ich habe gegen Abu geschossen, ich habe gegen Ottmann geschossen, wofür ich mich sogar heute schäme, ganz einfach. Das ist keine Entschuldigung oder sonst was, ich schäme mich dafür. Ich hatte nie ein privates Problem mit den Jungs. So, ich weiß nicht, warum der Typ, der ein Dorn im Auge ist, lass den Jungen doch sein Geschäft machen. Was für ein Problem hast du mit den Jungen? Der hat dem jeder was getan, wie die anderen alle. Ob das ein Nordin Aschri ist. Ich muss den nicht mögen. Ich mag ihn jetzt auch nicht so. Hast mich gegen ihn aufgebaut. Gegen Roberto Soldic, gegen David Zawada, gegen Ivan Djakovic. Du hast mich gegen jeden aufgebaut. Macht das ein Trainer? Ich hatte mit keinem ein Problem gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich sogar gut verstanden. Irgendwann habe ich mir so diese Charaktereigenzüge angeeignet, die ich von ihm natürlich gelernt habe. Ich habe natürlich auf ihn aufgeblickt. Als 18-jähriger Junge bin ich zu ihm gekommen. 2 Jahre zuvor war ich dann noch in einem Kinderheim. Ich habe den so groß gesehen. Ich war blind. Egal, was der gesagt hat, für mich hat das immer recht gehabt und hat gestimmt. So, ihr könnt auch sagen, ey, du bist jetzt mit deinem Bruder zusammen. Ich hätte auf meinen eigenen Bruder verzichtet. So krass war das. Das ging dann all die Jahre so. Du hast zum Beispiel, beste Beispiel. Ich habe hier Angst, im Ausland zu kämpfen. Du hattest damals so einen Hype bei KSW gehabt. Ich habe dich gefragt, also bitte lass mich bei KSW, du kannst mich jetzt da reinbringen. Du hattest Einfluss auf die Veranstaltung. Deine Antwort war, Kerem, nein, deine Bilanz ist so schlecht. Du kannst da nicht rein. Du hattest auch nie Bock, mit ins Ausland zu gehen. Du hast mich, als ich 20 war, Andreas Bürgels in Russland kämpfen lassen gegen Beslan Isaev. Ich glaube, der Kampf ist auch online. Beslan war schon einer der 5 besten Kämpfer der Welt. Hast den Andreas Bürgels da einfach kämpfen lassen, mich alleine hingeschickt in seine Ecke. Der Arme hat Schläge seines Lebens bekommen. Der hat seinem Mann zwar gestanden, wie du sagst, seinem Mann stehen, aber der war am Anfang seiner Karriere, der Typ war ein Top-Talent, Andreas Bürgels übrigens, sehr, sehr starker Junge gewesen. Du hast ihn verbrannt, gegen den kämpfen lassen. Er hat ein paar harte, sehr, sehr harte Kämpfe und richtig kassiert auch in den Kämpfen. Hat irgendwann mit dem Kampfsport aufgehört. Irgendwann habe ich das natürlich eingesehen über den Lauf der Jahre. Ich sehe einen Roberto Soldic zieht an mir vorbei. David Zawada zieht an mir vorbei. Alle Jungs ziehen an mir vorbei. Jungs, die du respektierst, immer auch erwähnt in Interviews, haben gesagt, Kerem, wechsel das Gym. Hier kannst du nichts erreichen. Mit 2-mal die Woche Training in einem Kosmosport und da hinten ist so eine Bowlinganlage. Wir hatten nur Matten, die hatten nicht mal einen Sandsack dahin. Damals haben die das schon gesagt, geh, wechsel den Verein. Aber zu meiner Loyalität zu dir bin ich geblieben. So, ich habe immer alles gedacht, egal was er sagt, das ist richtig so. So, ach ja, und die guten Jungs, wie du sagst. Bei mir hat er nur starke Jungs gekämpft. Dann habe ich wieder schwache Wunschgegner ausgesucht. Entscheid dich jetzt mal. Erstmal sagst du, ich habe starke gekämpft bei dir. Dann ging dir das auf den Sack, weil ich mir immer Gegner aussuchen wollte. Die starken Jungs habe ich nie mit dir gemacht. Ich war in Schweden im All-Stars Gym gegen Giovanni Miljo. Ich war 2 Wochen dort. Dann bin ich in MMA Spirit. Danke nochmal an Nils. Christian Eckerlein, habe mich dort vorbereitet. Dann bin ich wieder nach Schweden geflogen. Ich habe meine guten Kämpfe nie mit dir gemacht. Die erste richtige harte Vorbereitung, das war gegen den starken Polen, wie du sagst, hatte ich mit Lom Ali Eskiew und Max Schwind. Da habe ich gesehen, ey, das ist Training. Meine ich, jeden Tag, das ist ein Training. Ich kannte ja sowas nicht. 2-mal die Woche Hobbysportler, abends noch in Checkers, Club, Diskothek, dann am Wochenende Kämpfe. Natürlich wird aus dir nichts. Mit den Jungs habe ich irgendwann richtig angefangen zu trainieren. Deswegen respektiere ich Max auch so. Max hat mir von Anfang an, das ist ein Trainer. Er ruft mich an,
Hast du gut geschlafen? Ja, ich will das. Ich will, dass mein Trainer mich anruft, fragt, wie geht's dir? Geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Hast du irgendwas? Ich frage Aziz. Meine ich, Aziz, unterstütze mich mal. Soll ich dir deine Hand halten wie eine Prinzessin? Was ist das für ein Trainer? Er macht mich, anstatt er mich aufbaut vor einem Kampf, zieht er mich runter. Das ist keine Art und Weise, wie du einen Jungen aufbaust. Im Gegenteil, du nimmst mir so mit mein Selbstvertrauen und baust mich nicht auf, machst mich sogar nieder vor dem Kampf. Habe ich sogar runtergeschluckt. Dann weiter, ich bin bei Max. Mit Max habe ich richtig Training gelernt. Jeden Tag zum Ringen gegangen. Mein Weightcut, Gewicht, Disziplin, hat alles Max mir beigebracht. So, wie gesagt, dann meine starken Gegner habe ich selber, mit selber eigenen Trainingslager, alles selber finanziert. War nur noch im MMA-Spirit, war in Schweden, bin überall selber hingefahren, bin zum Ringen. Und am Ende erntest du, dann hieß das Aziz Karaoglu Schüler, Team Alpha. Es gab nie ein Team Alpha. Dann habe ich dich angerufen, wo du dich jetzt über den Gehbehinderten lustig machst. Thibaut Lachey, 12-3, auch MMA Factory, sehr, sehr starker Gegner. Wo der eigene Trainer sagt, der ist besser als Giovanni Milio. Ich habe ihn in der ersten Runde K.O. geschlagen. Dann war der Zeitpunkt für mich irgendwann klar, meine ich, das geht nicht mehr so weiter. Ich will nicht irgendwann, wenn ich 40 bin, sagen, ich war mal ein GMC-Champion, war ein Mittelklasse-Kämpfer. Nein, ich habe dir gesagt, ich möchte Karriere machen. Ich habe dich angerufen wie ein Bruder. Ich habe gesagt, Aziz, meine ich, komm, du wirst immer mein großer Bruder bleiben, aber ich muss das Gym wechseln, weil ich komme hier nicht voran. Ich will besser werden. Was war deine Antwort? Ist kein Problem. Meine ich, aber ich will das mit dir persönlich klären, nicht über Handy. Hast du auch noch gesagt, ja klar, alles gut, wir treffen uns mal. Meine ich, okay, was passiert? Ich schreibe dir, du reagierst nicht, eine Woche. Ich habe ein bisschen gestichelt gegen dich, hast einfach nicht reagiert. Kontakt komplett abgebrochen, obwohl wir 10 Jahre zusammen waren. Einfach Kontakt abgebrochen. Ich gehe rum, ich höre, also ich rede schlecht über mich. Meine ich, das kann nicht wahr sein. Redet schlecht über mich. Das ist nicht von einer Ecke, der ist unloyal, der ist das, der ist dies, der ist jenes. Du hast es nicht verkraftet, weil einer von dir gegangen ist. Als ich gegangen bin, gab es auch kein Team Alpha mehr. Die ganzen Jungs, wo sind die denn alle? Wenn du so ein guter Trainer bist, nenn mir einen, der bei dir geblieben ist. Es gibt keinen. Ich war der Einzige, ich war das Zugpferd und der ist gegangen, wollte sich weiterentwickeln. Aber das hast du nicht eingesehen. Du warst frustriert, bist du immer noch. Du kommst nach 6 Jahren, kommst du auf die Idee, dich vor einer Kamera mit diesen Idioten da aus Phuket hinzusetzen und machst eine Ansage, willst mich in der Öffentlichkeit demütigen, willst Islam kritisieren, Christian Eckerling kritisieren. Warum schreibst du mir nicht persönlich? Das ist eine Angelegenheit zwischen uns beiden. Das ist 10 Jahre, die wir hatten, trägst du in die Öffentlichkeit. Wie gesagt, ich wollte das Video nicht machen, aber das, was du mir da unterstellst oder den Jungs, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin mittlerweile ein erwachsener Mann, ich lasse mir auch von gar keinem mehr irgendwas sagen, weder Drohungen oder was, ich stehe mein Mann. Guck mal, jeden Dienstag, Donnerstag, kannst du gerne zum Sparring kommen, wie du immer sagst, mach dich gerade, ich mache mich gerade. Du kannst jeden Dienstag, Donnerstag kommen, wir können Sparring machen, du bist herzlich eingeladen. Und diesen anderen, also wie gesagt, wenn ich dich irgendwann mal sehen würde, werde ich auch nochmal ordentlich mit dir reden. So, genau, jetzt zu Christian Eckel. Warum soll der Junge gegen dich kämpfen? Nenn mir einen Grund, warum der gegen dich kämpfen soll. Du bist fast 50 Jahre alt, dein Zug ist abgefahren. Ich habe mir gestern das erste Mal den letzten Kampf reingezogen, 2019. Der war grottenschlecht, wirklich. Ich dachte mir, du warst ein sehr starker Typ, sage ich auch nicht. Du warst ein sehr starker Mann, deine Stärke will ich auch gar nicht schmälern. Aber dein letzter Kampf vor 4 Jahren, ich habe ihn reingezogen, ist gar nicht Christians Niveau. Christian Eckerlin hat weder von dir Reichweite, Vorteile, finanzielle Vorteile. Was hat der von dir? Du hast nur was von ihm. Er steht in seiner Prime. Wir füllen Hallen. Ich habe jetzt eine Halle gefüllt mit 10.000 Leuten. Ich will mal gerne wissen. Ich habe mit der Frau geredet. Die hat sich gemeint, ich war so enttäuscht. Da waren vielleicht 200 Zuschauer bei deiner Veranstaltung. Was soll der Junge mit dir? Der muss nicht gegen dich kämpfen, weil er keine Angst hat oder weil du ja so stark bist, weil er das nicht braucht. Der Junge braucht das nicht. Islam Dulatov, du könntest von seinem Alter seinen Vater sehen. Du sitzt mit denen am Tisch, wie du sagst, dann machst du öffentlich ein Video gegen ihn, er soll wieder kämpfen, keine YouTube-Videos, er soll dich gerade machen. Hör mal, wir leben jetzt hier in einer Zeit, ohne Instagram, YouTube läuft nichts mehr. Wenn du ein Problem hast, ruf Ibra an, seinen Bruder, oder das stört mich. Islam ist übrigens sehr kritikfähig. Auch wenn mir was nicht passt, ich rufe ihn an.
Sag ich, Islam, so, 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 das passt mir nicht. Bruder, alles klar, ich akzeptiere das. So macht man das. So macht man das zwischen Brüdern, Freunde und geht nicht vor eine Kamera, setzt sich hin und schießt dagegen jeden. Du hast seit Jahren gegen Leute geschossen. Das fing bei Abu an, die Internet-Rambos. Jetzt bin ich der Dorn in dir im Auge. Weil deine Zeit abgelaufen ist. Du musst damit klarkommen. Deine Zeit ist vorbei. Du bist 50 Jahre alt. Ich würde mich schämen, mit 50 da hinzusetzen. Du bist 14, 15 Jahre älter als ich. Mich da hinzusetzen und gegen Leute zu schießen. Genieß doch dein Leben. Du hast ein schönes Haus, gesunde Familie, du hast sogar Geld. Genieß deine Zeit. In deinem Alter will ich Urlaub machen, entspann mich. Ich würde mich gar nicht mehr drum jucken. Was stört dich denn so sehr? Ich will das mal gerne ehrlich wissen. Was stört dich? Ich weiß aber, was dich natürlich stört. Du kannst das nicht einsehen, weil ich gerade dein Leben lebe oder die Jungs. Keiner redet mehr über dich. Wir sind gerade aktuell Gesprächsthema. Wie gesagt, wir füllen Hallen. Wir sind Vorbilder. Dann beleidigst du meine Fans, ihr Fanboys, ihr Fanboys, ihr Fanboys. An die Fanboys, das geht an die Fanboys, aber die Fanboys sind die Fanboys. Das sind meine Supporter. Das sind meine Supporter und ich respektiere jeden einzelnen von denen. Und ich mag, wie gesagt, das Wort Fans nicht. Ich sage immer, das sind meine Supporter. Du beleidigst jeden in der Öffentlichkeit. Schaltet euch doch mal ein. Schaltet, googelt doch mal. Ich kämpfe nur gegen Starke. Und der Abu haben gesagt, sie sollten nicht kämpfen. Die haben eigentlich einfach die Möglichkeit, den Kampf abzusagen. Wir werden den Kampf auf gar keinen Fall absagen, weil bei uns gibt es, wie schon der Dennis gesagt hat, wir suchen uns keine Gegner aus und wir sagen gegen niemanden ab. Egal wie der heißt, wer er ist und was er macht. Es gibt nur Sieg oder Niederlage. Wait a minute! Wurde mir gestern zugeschickt. Ich konnte das wirklich erstmal nicht glauben. Du hast gegen einen gekämpft mit 3 Siegen und 70 Niederlagen. Ich dachte, das ist fake, weil das kann nicht echt sein. Ich habe gegoogelt, das stimmt wirklich. 3 Siege, 70 Niederlagen. Aziz, der gegen jeden kämpft. Also nur zu diesem Thema. Du kämpfst nicht gegen Fallops. Ich schwöre es dir, für 100.000 Euro würde ich nicht gegen den Jungen kämpfen. Gib mir 100.000 jetzt auf den Tisch, ich würde nicht gegen den kämpfen. Aber beleidigst jeden, ihr kämpft nur gegen Fallobst. Du beleidigst die Kämpfer, die jeden Tag trainieren, die jeden Tag machen. Keiner meiner Gegner war Fallobst. Der eine, der nicht mal geradeaus laufen kann oder Hände schlagen kann, der Christian Jung wird's Gegner in der ersten Runde getappt. Weil ich ihn so scheiße aussehen lassen, sah das so aus. Oder weil ich so dominante Siege einfahre, sieht das nur so einfach aus. Du beleidigst die Sportler, du beleidigst uns, du beleidigst die Veranstalter. Warum sollte dich Octagon jetzt kämpfen lassen? KSW will ich nicht haben, GMC will ich nicht haben, Octagon will ich nicht haben. Warum? Da muss man sich auch immer in die Frage stellen. Warum will mich keiner haben? Nicht, weil du nicht gut kämpfst. Dein Charakter. Das ist einfach so. Das ist ein Business, dein Charakter. Und wie gesagt, ihr sagt, das wäre ein Traummatch. Ich gegen diesen Idioten, du gegen Christian. Ey. Wer seid ihr, dass ihr Forderungen stellt? Kommt einfach aus der Ecke, diesen Hinterwäldler, sowieso noch nie was von dem Jungen gehört, gesehen, kommt aus der Ecke geschissen. Ich baue mir jahrelang mein Business auf, mein ganzes Leben baue ich auf, diese Reichweite, alles, damit du kommst und dir das Fame abstaubst. Hier, sowas gibt es nicht. Sowas gibt es einfach nicht. Und einzig alleine, warum ich, wie gesagt, antworte, ist, ihr seid persönlich geworden. Ihr habt Lügen über mich verbreitet, über die Jungs verbreitet, ihr habt Beleidigungen angefangen. Also es geht mir gar nicht um diesen Idioten da aus dem Wald da hinten. Ich weiß wirklich nicht mal seinen Namen. Ich glaube, Robben heißt er. Es ging damit wirklich, dass du persönlich geworden bist, ich jetzt einige Sachen klargestellt habe. Ihr könnt jetzt wirklich tausende Videos machen. Das ist die erste und letzte Antwort auf dieses Video. Und genau, weil ich ja nur Fallobst kämpfe, ich habe den Champion herausgefordert. Er ist die Nummer 1. Er hat mich angenommen als legitimen Gegner. Octagon will den Kampf. Was wollt ihr jetzt sagen? Was wollt ihr jetzt sagen? Ja, der ist jetzt auch ein Fallobst. Ja, jetzt ausnahmsweise kämpft er mal. Ich kämpfe gegen jeden, sage ich immer wieder. Aber das ist mittlerweile auch ein Geschäft und das muss sich auch lohnen. Für mich, für den Veranstalter. Das bringt nichts, wenn ihr einen starken Gegner habt, aber keine Hallen, zum Beispiel Octagon füllt. Ich werde, wie gesagt, eventuell jetzt im November entweder gegen Patrick Kinzel kämpfen, Mittelgewichts-Champion. Könnt ihr auch nochmal einblenden, der ist der aktuelle Champion Nummer 1. So, und wenn ich dann den Titel gewinne, was wollt ihr dann sagen? Dann sucht ihr natürlich neue Ausreden. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Erst nachdem ich gegangen bin,
ist der wahre Kerim Engizek rausgekommen. Dann fing mein Erfolg an, dann hatte ich nicht mehr dieses beeindruckende, enge Gefühl. Dann fing meine Karriere an, genau nach dir, als ich gewechselt bin. Und alle Jungs, die du kritisierst, ob das ein Abu Azaita ist, Islam, der Junge ist Anfang 20, Geschäftsmann, der hat mittlerweile Friseurläden, eine eigene Kollektion, macht ein eigenes Gym, das sind Businessleute, die sind alle an dir vorbeigezogen. Abu, du weißt selber, was der in Marokko erreicht hat. Der Junge, der braucht niemanden, der braucht gar nicht. Ich brauche auch nicht, das ist keine Schleimerei oder Entschuldigung an Abu. Der Junge hat es geschafft. Davon muss man den Jungen auch respektieren. Du kritisierst ja alle Jungs, ob das ein Abu ist, ob das ich bin, ob das Islam ist. Alle Jungs sind an dir vorbei. Alle Jungs sind an dir vorbeigezogen. Wir wollen gar nicht dahin, wo du gerade bist. Wir wollen ganz woanders hin. Da, wo du bist, ist schön. Kannst ja gerne bleiben, aber wir haben andere Ziele. Ganz, ganz andere Ziele. Und gerade du mit deiner Lebenserfahrung, mit deinen fast 50 Jahren, dass du öffentlich gegen mich schießt, anstatt diesen Sport, wie du immer sagst, voranzubringen, gegen deinen eigenen Landsmann schießt. Anstatt wir zusammenhalten, kritisierst du nur andere Kämpfer. Das geht mir nicht in den Kopf und das geht eurer Community auch nicht in den Kopf. Die Jungs, die das Video gesehen haben, also wirklich jetzt, ich hatte echt Fremdscham, als ich das gesehen habe, dass du sowas öffentlich machst. Nur ein bisschen jetzt am Fame und am Ruhm zu kommen, das hat mich echt sehr, sehr enttäuscht, weil ich habe dich für was gehalten, was du eigentlich nie bist. Und noch was, du beleidigst die ganze Zeit meine Fanboys. Du sagst erstmal ihr Fanboy, du weißt, das ist eine Beleidigung. Also ich weiß, wüsste nicht, wer sich freuen würde, wenn ich ihn Fanboy nennen würde. Erstmal sagst du so, die Fanboys, die haben keine Ahnung, die googeln jeden Scheiß. Und dann sagst du wiederum, wir brauchen die Fanboys, damit wir die Hallen füllen, den Sport voranbringen. Also da musst du dich auch nochmal entscheiden. Also ich... Als Fan von jemandem, als Fanboy beleidigt zu werden, also dann wäre ich natürlich niemals einverstanden. Aber musst du natürlich selber wissen. Und du warst und bist niemals eine MMA-Legende. Du warst ein Hobbysportler. Du hast weder dieses Mindset, Mindset hast du. Sorry, das muss ich mich entschuldigen. Du bist wirklich, mental bist du wirklich sehr stark. Aber du bist ein Hobbysportler. Du hast zweimal die Woche, wie gesagt, Training gehabt. Hast Kämpfe immer zwei, drei Wochen ohne richtige Vorbereitung angenommen. Richtige MMA-Pioniere oder Legenden, wie man sagt, Martin Zawada, Daniel Weichel, Stefan Pütz, Dennis Siever, Peter Sobotta, Pascal Kraus, sorry, falls ich irgendjemanden vergesse, das sind hier die MMA-Pioniere, Nordin Ashri, den du sogar hast, obwohl er dir auch nie was getan hat. Das sind die MMA-Pioniere, MMA-Legenden in Deutschland. Du warst aber auch nur ein Hobbysportler. Und er sagte, ich betrüge immer mein Gewicht, jetzt am Wochenende, ich habe 7 Kilo in nicht mal 7 Stunden gemacht. Vor allen Leuten, weil ich ja immer mein Gewicht betrüge. Und er meinte davor bei EMC, als ich den Gürtel gewonnen habe, ich wäre 8 Kilo, wieder eine Lüge. Daran sieht man, dass du ein Lügner bist. 8 Kilo hätte ich mehr. Ich hatte genau am Kampftag 88, 89 Kilo. Wir haben bis 84, dann hätte ich ja 92 auf der Waage. Dann hätte ja mein Gegner, damit sagst du wieder, Tommy und Ivan sind Betrüger, dann müsste ja mein Gegner, also ich hatte 8, dann müsste er ja 80 Kilo auf der Waage haben. Also, Tommy, Ivan, ihr seid auch Betrüger. Und noch was, weil du ja ganz gegen Christian kämpfen möchtest, oder ich weiß jetzt nicht, was du von ihm möchtest. Nächste Woche, er fängt die Vorbereitung bei uns im Gym an. Dann kannst du natürlich auch gerne kommen. Christian wird dort sein, ich bin dort. Und dann können wir alle gerne zusammen Sparring machen. Also nochmal, du kannst es einfach nicht wahrhaben, aber das musst du jetzt. Deine Zeit ist abgelaufen. Wir sind alle mit 200-300 km/h an dir vorbeigeschossen. Du bist immer noch da, wo du vor 10 Jahren warst. Keiner redet mehr über dich, aber damit muss man sich abfinden im Leben. So ist das Leben. Du hast dich dafür entschieden. Du hast dich für diesen Weg entschieden. Ich habe zum Glück noch die Kurve gekriegt, habe mich jetzt auch für die Sportlerschiene entschieden. Aber dir war das wichtiger, abends im Checkers zu erzählen oder dass du so ein krasser Typ, dass du den und den weggehauen hast. Aus dir wäre auf jeden Fall was geworden. Ich sagte immer, du warst ein sehr, sehr starker Mann. Das ist gar keine Frage, du könntest UFC-Champion, du hattest das Potenzial. Aber wie gesagt, du hast dich für den anderen Weg entschieden, das weißt du auch. Und das brennt jetzt einfach in dir. Du bist von dir selber auch enttäuscht. Ich kenne dich ja selber. Du hattest das Potenzial, das Mindset, die Power. Aber wie gesagt, ich habe zum Glück die Kurve noch bekommen. Habe mich vom Nachtleben entfernt, distanziert. Mach mein Ding und gut ist. Und darauf kommst du nicht klar. Ich habe gerade nochmal geguckt, es ist jetzt fast 7 oder 8 Jahre her, als du schon gegen Abu geschossen hast, Internet-Rambus. Abu und seine Brüder haben mehr erreicht, als du jemals in deinem Leben erreichen wirst. Viel, viel mehr erreicht. Nicht nur jetzt vom Finanziellen her oder dass er in der UFC kämpft,
dass der immer noch, er saß bei Octagon, ich habe mit ihm ganz normal geredet, ich habe mir auch gestern sein Interview angeschaut, er macht mehr für die MMA-Community, als du es jemals getan hast. Also, lass den Jungen einfach in Ruhe. Nicht den Jungen, den Mann besser gesagt. So, also, wie gesagt, jetzt könnt ihr 1000 Videos machen. Ich bin mit dem Thema, habe ich abgeschlossen. Ich will wieder mit dir reden. Nach diesem, ich weiß, wie das danach in dir kocht, wenn du das Video siehst, aber das hast du auch dann verdient. Ich will mit keinem reden. Die Sache ist für mich abgehakt und war schon für mich die ganze Zeit abgehakt. Also, wie gesagt, das war jetzt einfach nur ein öffentliches Statement zu der ganzen Situation. Das bin ich euch allen schuldig. Ihr wolltet ein Statement und ihr habt es bekommen. In diesem Sinne, Freunde, wie gesagt, es gibt keine Antwort mehr drauf. Ihr könnt euch jetzt weiter meinem Namen hochziehen. Wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag.